Hallo. 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 Vielen Dank. Das sind also Michael und Jana aus Baden-Württemberg. Und das ist ihre Wohnung, ja, wo sie temporär wohnen. Sind sie zufrieden soweit? Also ist es gemütlich? Ja, also wir haben hier ein sehr schönes Apartment mit einer separaten Küche, mit einem Kühlschrank, wo wir dann einfach auch eine Kleinigkeit kochen können oder dann einfach die Fläschchen für die Mia warm machen. Wir haben ein Badezimmer, eine separate Toilette, ein Schlafzimmer, Fernseher. Hier funktioniert auch Netflix und Amazon. Okay. Das ist natürlich super, um die Zeit dann ein bisschen rumzubekommen. Ja, und ansonsten ist auch alles da, was man braucht. Also eine kleine Badewanne, um die Mia zu baden, ist natürlich immer super. Ein Bügeleisen, ein Bügelbrett, also alles, was man braucht. Alles, was man braucht. Genau. Dürfen wir ein bisschen filmen, Ihre Wohnung? Na klar. Ja, okay. Bitte Ihre Kinderwunschgeschichte erzählen in Deutschland erstmal, was Sie hinter sich haben. Ja, also nach unserer Hochzeit in Deutschland war uns eigentlich gleich klar, dass wir eine Familie gründen möchten mit eigenen Kindern. Wir hatten leider da nicht so viel Glück und hatten innerhalb kurzer Zeit 2 Fehlgeburten. Das war eine normale Empfängnis oder? Genau, das war noch alles auf normalem Weg. Allerdings nach der 2. Fehlgeburt waren die Komplikationen dann größer, so dass der Arzt dann schon berichtet hat, dass eine normale Geburt oder ein normaler Kinderwunsch für uns nicht mehr möglich sein wird und es immer wieder zu Fehlgeburten kommen kann. Wir haben uns dann dafür entschieden, uns mal anderweitig umzuschauen und nach Lösungen zu suchen, denn ich denke, wenn man eine Familie möchte, muss man eben schauen, wie man sich diesen Wunsch dann erfüllen kann. Wir sind dann auch relativ schnell durch soziale Medien und das Internet auf die Ukraine gekommen, dann auch relativ schnell auf Biotechs, haben uns mit dem Thema Leihmutterschaft beschäftigt. Und ja, jetzt sind wir hier. Ja. Und in Deutschland, Sie waren auch in einigen Kliniken, ja, zur Behandlung, also zu diesen Zwecken, Behandlungszwecken. Genau. Hat auch nicht geklappt. Das hat auch nicht geklappt, nein. Waren Sie mal schwanger, oder? Ja. In Deutschland, ja. Nach dieser Behandlung? Genau. Also da kam es ja zu zwei Schwangerschaften, die dann aber auch leider beide wieder frühzeitig beendet waren. Aber das war alles so aussichtslos, dass nur Leihmutterschaft war, diese einzige Option. Genau, da aufgrund der geschädigten Gebärmutter von mir eine normale Geburt dann quasi fast unmöglich ist, mussten wir uns eben einen Plan B überlegen, wie wir das Ganze... Und dann die Leihmutterschaft war dieser Plan B, obwohl vielleicht Sie am Anfang an haben darüber gar nicht gedacht, an diese Leihmutterschaft. Nein, also am Anfang haben wir uns tatsächlich keine Gedanken darüber gemacht. Wir hatten auch überlegt, zu adoptieren in Deutschland, was sich aber alles als sehr schwierig gestaltet, weil eben es gibt kaum Kinder zur Adoption in Deutschland. Ja. Und wenn, mehr dann ist Eltern das... als Kinder. Genau, richtig. Und außerdem wollten wir natürlich sehr gerne ein leibliches Kind haben. Und so sind wir dann zu Biotechs gekommen und haben uns mit dem Thema Leihmutterschaft auseinandergesetzt. Okay. Und warum die Ukraine, warum nicht die USA oder Georgien oder ich weiß nicht, also es gibt viele, Russland, ja, vielleicht haben Sie vielleicht auch andere Möglichkeiten betrachtet mittlerweile, ja? Also wir haben uns tatsächlich auch mit der USA kurz auseinandergesetzt. Das ist natürlich zum einen preislich ein extremer Unterschied, was man ganz klar sagen muss. Also natürlich soll bei sowas das Geld nicht im Fokus stehen, aber es muss natürlich auch irgendwo mit der Lebenssituation zu vereinbaren sein. Ja. Und was uns auch eben wichtig war,
was dann für die Ukraine gesprochen hat, ist einfach die Nähe, also die Entfernung nach Deutschland ist bei weitem nicht so weit, was das Ganze natürlich viel angenehmer macht. Kürzere Flüge. Ja. Und auch Europa. Ja. Genau. Man sagt, dass das Leben nach der Geburt des Kindes ist anders. Ja, ja. Können Sie das bestätigen? Was hat sich geändert jetzt in Ihrem Leben? Welche Gefühle haben Sie jetzt und vielleicht etwas anderes, was früher nicht war? Also was sich natürlich als erstes von heute auf morgen ändert, ist der ganze Alltag. Mhm. Man kann eigentlich nichts mehr planen oder im Voraus sich irgendwas vornehmen, weil letztendlich läuft dann doch alles so, wie es der Nachwuchs möchte. Wie Mia möchte. Genau. Ob Hunger oder wickeln oder schlafen oder wach sein und einfach nur mal ein bisschen weinen, das bestimmt so das ganze Leben dann. Die Schlafphasen sind auch deutlich kürzer. Schlafphasen. Für uns Erwachsenen. Weil wenn sie nachts wach ist und schreit, dann heißt es halt aufstehen. Ja, aber nicht desto trotz, sie möchten nochmal Eltern werden, also zweifache Eltern werden. Ja, auf jeden Fall. Also unser Wunsch war es eigentlich immer, zwei Kinder zu haben. Wir planen auf jeden Fall auch noch ein zweites Baby von Biotex, weil wir hier einfach sehr zufrieden sind und alles nach unseren Wünschen war. Und sind alle Mitarbeiter sehr freundlich. Die Ärzte hier können einem immer weiterhelfen. Also es ist wirklich, es wird sich jeden Tag bemüht, dass man hier einen angenehmen Aufenthalt hat und die Kinder bestens versorgt sind. Deswegen möchten Sie Geschwisterchen für Mia haben. Genau. Und Sie möchten, dass es auch bald wird. Also richtig, ja. Möglichst bald, ja. Ja. Und auch Zwillinge, wenn möglich, ja. Also wenn sie sich einnisten und genau, sich entwickeln. Genau. Also da sind wir dann völlig frei und flexibel. Ja. Und Geschlecht ist egal. Das ist uns eigentlich egal. Ist egal. Ja. Hauptsache gesund. Können Sie auch detaillierter erzählen über diesen Weg bei Biotex, also seit Ihrem ersten Besuch bis jetzt, also kurz schildern Ihren Weg, wie lange das war und womit ist das eigentlich, was war der Anfang? Was haben Sie gesehen, gehört? Also ich sag mal, am Anfang haben wir uns natürlich im Internet erstmal informiert mit den Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Da gab es ja schon verschiedene Paare, die berichtet haben über ihre Erfahrungen mit Biotex. Zum Beispiel? Können Sie jemanden nennen? Also für uns war zum Beispiel die Familie Berger, die in einer großen Reportage begleitet worden ist. Genau. Und einfach über ihre Erfahrungen dann berichtet hat und man einfach so ein bisschen Eindruck gewinnen konnte, was passiert hier, wie funktioniert das Ganze. Und das war so für uns der Start, wo wir dann gesagt haben, okay, wir treten jetzt mit Biotex in Kontakt. Mhm. Der Erstkontakt war auch sehr freundlich und angenehm. Und dann waren wir eigentlich relativ kurz entschlossen und sind auch zum ersten Besuch hierher geflogen. Mhm. Ja. Und wie lange ist es her? Also wie viele Jahre? Oder? Wir waren das erste Mal im Februar 2020 hier. Also es ging alles relativ schnell. Mhm. Stimmt, genau, gell? Februar 2020. Ja. Wie lange brauchten Sie dann, bis der Versuch gestartet hat? Der erste Versuch war dann in 4 Monate, oder? Ja, so nach 4 Monaten im Juni oder Juli war der erste Versuch. Der hat leider nicht geklappt. Also die Leihmutter ist nicht schwanger geworden.
War für uns aber so kein Problem. Wir waren jetzt nicht in Zeitdruck oder dass wir es eilig hatten. Aber waren Sie ein bisschen enttäuscht oder irgendwie... Ja, ich denke, das ist ganz normal, dass man sich ja dann Gedanken macht und natürlich auch erstmal traurig drüber ist, so, jetzt muss man wieder warten, jetzt geht's wieder von vorne los. Solche Gedanken macht man sich natürlich schon, aber letztendlich muss man da dann einfach auch ein bisschen geduldig sein und dann wird alles gut. Und dann der zweite Versuch, wie lange hat es auch gedauert? Auch mehrere Monate wohl, ja, bis die Leihmutter schwanger geworden ist? Genau, also der zweite Versuch war dann im November. 2020 und das hat dann auch geklappt und da ist jetzt, unser Sonnenschein Mia rausgekommen. Mhm. Ja. Und wie war also diese Schwangerschaft, diese gesamte Schwangerschaft? Haben Sie viel mitgefiebert, auf diese Ultraschallbilder-Videos gewartet oder waren Sie auch mitschwanger sozusagen? War dieses Gefühl da? Und Ihre Eltern, ob Sie schon Bescheid wussten, Eltern, Freunde, dass Sie durch diesen Weg jetzt gehen? Also man wartet immer ganz, ganz dringend auf die Ultraschallbilder. Hm. Und ich glaube, meine Mutter hat dann, wenn sie wusste, jetzt ist es wieder soweit, dass wieder Bilder kommen, die hat dann ständig WhatsApp-Nachrichten geschrieben, habt ihr schon wieder neue Fotos, gibt schon wieder Neuigkeiten, die, also selbst... Die Eltern und Schwiegereltern, die haben alle mitgefiebert. Mhm. Haben alle diese Bilder sich angeschaut, ja? Ja, ja. Also wir haben ja auch von Anfang an bei uns in der Familie das ganz offen so kommuniziert und darüber gesprochen, dass wir uns eben für den Weg der Leihmutter entscheiden möchten. Das war auch für beide Familien von uns kein Problem. Und ist eigentlich auch durchweg positiv aufgenommen worden. Auch dann später, als dann so die kritische Zeit bei der Leihmutter vorüber war. Was meinen Sie mit kritischer Zeit? Corona-Zeit, oder? Nein, so die ersten 12, 14 Wochen, bis sie dann, Schwangerschaft, bis man dann, sage ich mal, die frohe Botschaft eher verbreitet, wie sofort, haben wir dann natürlich auch so unsere engsten Freunde informiert. Oder... auch mein Arbeitgeber. Und er hat auch das ganz gut aufgenommen. Ja, sehr, sehr. Also sie waren von vornherein sehr aufgeschlossen und auch hilfsbereit. Also das war eigentlich völlig, völlig entspannt. Da war ich natürlich auch sehr froh drüber, weil man hat nicht immer, die Reaktion in Deutschland ist unterschiedlich, wenn man so mild sagt. Ja, ja. Ja. Nee, und das war eigentlich, also das war überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, mein Arbeitgeber hat super reagiert. Ja. Mhm. Das war schön. Das ist sehr angenehm, wenn man diese Unterstützung im Hintergrund hat und weiß, okay, mein Arbeitgeber steht dahinter. Ja, die Menschen, ja. Es ist kein Problem. Das soll auch, glaube ich, andere ein bisschen ermutigen, da offen damit umzugehen, weil für uns war es eigentlich nie eine Option, das geheim zu halten oder hier irgendwie eine große Lüge draus zu machen. Das wollten wir eigentlich nicht, sondern wir wollten das schon offen und ehrlich kommunizieren. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sie auch Mia davon erzählen werden, wie und wann sie zur Welt gekommen ist, ja? Genau, richtig. Also wir wissen natürlich noch nicht genau oder wir haben uns auch keine Gedanken gemacht, wann da der genaue Zeitpunkt ist, weil es ist natürlich auch wichtig, dass sie das dann auch einfach versteht. Wir werden aber auf jeden Fall offen damit umgehen, dass sie über den Weg einer Leihmutterschaft ausgetragen wurde. Und ich denke, alles andere gibt dann die Zeit. Ja, ja. Ich habe so einen schönen Spruch in einem Buch gelesen, das hat auch unsere Wunschmutter geschrieben, Jessica Geisdörfer, und da stand so ungefähr, dass sie wird ihren Kindern sagen, dass sie waren so gewöhnt, dass sie über alle Grenzen gegangen sind, sowas. Also ja, okay. Das finde ich schöne Formulierung. Ja, das ist sehr passend, das stimmt, ja. Ja. Weil ich denke immer, wenn so ein Kind dann kein Wunschkind ist, was denn dann? Also viel mehr Hürden kann man ja nicht gehen, das ist schon um zu sagen, es ist unser Wunsch. Ja.
Und wie lange sind Sie jetzt hier? Also dieser letzte Besuch sozusagen, ja, mit dem Kind. Einen Monat schon, ja, sind Sie hier? Genau, wir sind jetzt seit einem Monat hier. Ich sag mal, seitens Biotex ging eigentlich alles ganz flott, dass man alle Unterlagen, Dokumente, Beglaubigungen, Apostillen, Übersetzungen, was es halt so gibt. Was die Botschaft braucht. Was alles. Die Botschaft braucht, ja. für die Ausstellung des Reisepasses. Das wurde sehr schnell zusammengetragen. Wir hatten auch schnell einen Termin beim Standesamt, um die Geburtsurkunde zu bekommen. Das hat sehr gut funktioniert. Mapi stand, ja. Genau. Sie können etwas darüber erzählen. Ja, also in der Geburtsurkunde steht es ja auf Kyrillisch und sie heißt ja mit zweiten Namen Marie und das wird halt auf Kyrillisch Mapi geschrieben. Ja. Seitdem haben wir ihr jetzt den Spitznamen gegeben, Mapi, und sagen halt immer Mapi, Frau Mapi. Ja. Ja, jetzt hat sie halt einen lustigen Spitznamen bekommen. Ja. Sie müssen noch ein bisschen warten, weil morgen ist der erste Termin bei der Botschaft. Vorprüfungstermin nennt man das, ja? Genau. Und wann ist der Beurkundungstermin? Steht noch offen? Der steht noch offen. Also das kommt wohl, den Termin bekommt man dann von der Botschaft vor Ort. Wir haben jetzt von anderen Paaren gehört, wo es 2 Tage später direkt war. Mhm. Wieder andere berichten, dass es nochmal 2 Wochen gedauert hat. Also es ist schon, es steht und fällt dann sehr viel mit der deutschen Botschaft und... Die typische deutsche Bürokratie. Ja, bei Ukrainern kann das schneller eigentlich gehen. Das ja, ist also wir haben es auch tatsächlich von anderen Paaren mitbekommen, zum Beispiel aus Österreich, wo innerhalb von 2 bis 3 Wochen die Familien hier wieder abreisen können und das Ganze einfach ein bisschen einfacher gestaltet ist. Also ist Deutschland wie bei allem halt schon sehr speziell. Wissen Sie schon Bescheid, was Sie in Deutschland jetzt machen müssen, nachdem Sie zurückkehren? Also einige Schritte, einige Formalitäten, wie Sie das erledigen werden? Sind Sie informiert schon über diese Möglichkeiten sozusagen? Ja, ich sag mal so bei deutsche Geburtsurkunde, Adoption und sonst was, ja, also was noch bevorsteht. Ja, da haben wir uns natürlich schon im Vorfeld darüber informiert. Prioritäten, so sage ich mal, nach der Rückkehr in Deutschland ist mal alles mit der Krankenversicherung zu klären. Und im zweiten Step dann die U3-Untersuchung beim Kinderarzt zu machen und dann kümmern wir uns so Step by Step um alle anderen wichtigen Themen. Ja, und jetzt wohnen Sie hier in Kiew, in Sofia City, das ist in der Nähe von Kiew, das ist nicht Kiew, und Ihnen gefällt das, wie Sie mir gesagt haben, weil hier kann man so frei laufen und alles parat haben, Friseursalon, Sushi oder was man will. Ja, was? Genau, also interessant finde ich, dass es hier eigentlich wirklich in, also wir haben uns einfach mal auf eigene Faust auf die Achse gemacht und gesucht, was gibt es hier so zu erleben, was kann man sehen. Und wir waren jetzt mit einem anderen deutschen Paar schon in ganz vielen Restaurants essen abends. Und interessant ist aber tatsächlich, dass es in jedem Restaurant irgendwie Sushi gibt, warum auch immer. Aber das ist natürlich auch für die Vegetarier zum Beispiel ganz schön, da haben die auch immer eine gute Auswahl. Ja, und eigentlich kann man hier auch ganz gut essen. Was halt schwierig ist, ist teilweise die Speisekarte zu übersetzen. Aber dann kennen die Apps. Keine englische Speise. Teilweise gibt es schon englische Speisekarten. Teilweise sind sie aber wirklich nur komplett auf Kyrillisch. Oder? Aber dank Google Übersetzer funktioniert das auch ganz, ganz gut. Mhm. Können Sie noch vielleicht etwas über die Ukraine sagen? Vielleicht gibt es irgendwelche Klischees über die Ukraine, die verbreitet sind, aber Sie können diese Klischees widerlegen oder bestätigen. Und insgesamt Ihr Eindruck über die Ukraine, weil so wie ich verstehe, Sie waren hier noch nie. Ja, das ist so quasi nur wegen diesen Behandlungszwecken. Ja. Ja, gut, natürlich so der typische Gedanke ist dann natürlich erstmal, dass die Ukraine einfach ein armes Land ist, dass es auch viele Leute gibt, denen es einfach nicht so gut geht wie uns in Deutschland zum Beispiel. Ich sag mal, in der Stadt, in Kiew, merkt man davon gar nichts, weil es ist eigentlich alles, es ist Europa. Also man könnte auch in jedem anderen Land sein, ob das jetzt in Deutschland ist, in einer Großstadt, da
ist in Kiew nichts anderes. Also das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Und ich hatte auch nie den Eindruck, also gerade hier in dieser Wohngegend, das ist alles sehr schön, die Leute sind sehr freundlich. Man kann hier frei auf die Straße, man kann sich frei bewegen, man muss jetzt nicht irgendwie Angst haben oder sich Sorgen machen. Also da war ich eigentlich rundum positiv überrascht, was es eigentlich doch für ein hoher Standard ist. Auch unser Apartment vom Aussehen, von der Ausstattung, ist es wirklich mit Deutschland vergleichbar, also sehr angenehm. Mhm. Und die Frauen sind hübsch, wie Sie gesagt mir vorhin haben. Ja, genau, man sagt ja in Deutschland immer, dass hier die Frauen sehr geschminkt sind und hübsch sind und alles. Und das kann ich als Mann definitiv bestätigen. Okay, also, in Deutschland ist anders ein bisschen, oder? Es gibt schon auch hübsche Frauen in Deutschland. aber wenn man sich hier manchmal umschaut, da gibt es schon die ein oder andere Granate. wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ja. Und Sie hoffen, dass Sie schon diese Woche nach Deutschland können, ja? Oder Anfang nächster Woche, wenn es klappt? Ja, das wäre natürlich der Wunsch oder der Traum, dass man einfach auch mal wieder nach Hause kommt. Die Familien freuen sich jetzt auf die Kleine. Die Freunde können es schon kaum erwarten, uns zu besuchen und das neue Familienmitglied, die Mia, kennenzulernen. Mhm. Deshalb, da freut man sich dann schon auch auf zu Hause. Ja. Und noch die letzte Frage, was war das Schwierigste an der Leihmutterschaft für Sie vielleicht? Irgendwelche Momente oder Phase, weiß ich nicht was? Also für mich war tatsächlich sehr schwierig immer die Wartezeit. Also das hätte ich jetzt auch gesagt. Die 4 Wochen, bis man dann wieder ein Video bekommt oder eine Info bekommt, ist alles in Ordnung, geht es unserem Kind gut, entwickelt sich alles, wie es sein soll. Das ist so die schwierigste Phase. Natürlich, das ist ja auch klar, die Leihmütter hier haben ja auch ein ganz normales Leben und wollen jetzt nicht täglich hier zum Ultraschall gehen, nur damit das deutsche Paar zu Hause beruhigt und entspannt ist. Und ja, das muss man einfach lernen, da sehr geduldig zu sein. Aber Sie würden trotzdem bevorzugen, dass dann die Informationen häufiger zukommt, ja, zum Beispiel 2 Wochen, ja, jede 2 Wochen zum Beispiel, ja. Ja, natürlich, ja. Also da kann natürlich nicht oft genug ein Video oder ein Bild oder ein Arztbericht kommen, das ist ganz klar, aber es ist natürlich auch klar. Also wir haben zum Beispiel im Freundeskreis parallel auch eine Schwangerschaft gehabt von einer Freundin von mir. Und da haben wir natürlich in Deutschland, genau, und da haben wir natürlich auch immer so ein bisschen miteinander verglichen, mhm. weil es auch von der Zeit her quasi identisch war. Die zwei, das ist jetzt auch ganz toll, weil wir sind sehr enge Freunde und dann beide gleichzeitig mit Nachwuchs, das ist halt wirklich schön. Und da hat man schon gesehen, also ich war da auch da wieder sehr positiv überrascht, was die Ukraine eigentlich für einen hohen Standard hat, was die Videoaufnahmen, die Untersuchungen angeht, das ist in Deutschland nicht so. Also im Vergleich. Können Sie erklären, also zum Beispiel, was genau? Zum Beispiel gibt es hier viel öftere Untersuchungen, genauere Untersuchungen. Die Bildqualität ist eine ganz andere. Ich sag mal, man merkt halt, dass hier einfach eine Klinik dahinter steht, die sich darauf spezialisiert hat. In Deutschland geht man halt zu jedem x-beliebigen Frauenarzt, der halt auch nicht das Equipment hat oder die Ausstattung, um so ein 3D-Ultraschall zu machen oder ähnliches. Da muss man schon sagen, da waren wir schon sehr, sehr verwöhnt und da ging es uns auch wirklich gut damit. Ja. Ja, dann danke, dass Sie uns heute Ihre Geschichte erzählt haben. Das hat uns sehr, sehr gefreut und wir wünschen Ihnen ein baldiges Geschwisterchen für Mia Mappi. Schön. Vielen Dank. Thank you.
So, jetzt sind wir in den finalen Zügen. Wir fahren jetzt auf die Deutsche Botschaft, um die letzten Papiere zu bekommen zum zweiten Termin. Und dann, wenn wir die Papiere haben, geht's heute Nacht schon ab nach Hause. Und dann freuen wir uns schon drauf, wenn wir dann wieder in Deutschland sind und gemeinsam Zeit zu dritt genießen können. Und dann später zu viert. Und später dann mal zu viert. Wir wünschen dann Ihnen viel Glück bei der Botschaft und alles Gute. Dankeschön.